Also wir betrachten heute mal einen Noob bei der Arbeit. Im sogenannten Noobs Raid. Genau. Er spielt hier Reader's Escape und dann wollen wir doch uns mal ansehen, was er so tut. Ja. Übrigens, unser Noob heute ist, stell dich mal vor, Mann, Mr. East. Mein Name ist Mr. Eastland. 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 Okay. Okay. Ich kann auch nichts von meinem Namen, ja? Doch, den hast du dir ausgesucht. Wir können eigentlich für unsere nichts. Genau genommen. Ja, danke, wir können wirklich nichts dafür. Ja. Ja, wir haben jetzt schon bald eine Minute rum und das erste Item ist schon gefunden. Du bist so ein Arsch. Ja, Wo kommst du so her, Mr. East? Was warst du so? Ah, ja. Wollte ich schon immer mal fragen. Oh. Get map. Get map, money. Ach, schön. Man sieht sogar, wie viele Items es insgesamt gibt. Cool. Ja. Ja, das einzige Glück bei solchen Spielen ist immer, die Perspektiven finden alle. Ja, richtig. Also das hier ist wirklich das Einfachste von allen, die in der Liste waren, die wir noch nicht hatten. Okay. Weil also jetzt hier zum Beispiel Submachine 4 hinknallen, das ist unfair. Ja, aber man muss trotzdem auch schon so die Trickspots kennen, weißt du, so natürlich. Wie unter den Tisch schauen und so Zeug immer. Ja. Das sind immer solche blöd zu finden in den Winkel. Also wenn es ist, darfst du auch sagen, no deal. Und dann helfen wir weiter. Ja, ich habe es heute erklärt bekommen, wie dieses Spiel funktioniert. Ja, ja. Toll. Diese Sendung. Ja. Ich wüsste gerne die Formel, nach der der Bankier da das Geld errechnet. Ja. Interessant wäre es, aber lass uns mal beim Thema bleiben. Na gut. Der Reader's Escape. Genau. Ja, was ist eigentlich der Sinn von einem Noobs Raid eigentlich? Hey, die Untertischansicht. Ja, wir schauen uns einfach an, wie jemand, der jetzt nicht schon 30 Spiele gesehen hat, mit einem komplett ihm unbekannten Spiel zurechtkommt. Okay, ja gut, also die Strategie ist, ich sehe einfach nur mal, was man so macht, halt den Raum abklicken und schauen, in welche Perspektive man kommt, für Items sammeln und so. Wir sind gespannt. Und wir dürfen gespannt bleiben. Ja, also der Raum ist recht klein, oder? Überblick würde ich 5 geben, oder? Ach, wir raten auch gleich. Weiß ich nicht. Ach, ich würde sagen, dann machen wir es wieder so, dass wir einfach am Mittwoch ein schnelles Durchraten rausbringen. Mhm. Wie beim Easy Peasy Escape. Können wir auch machen. Ja. Okay. Ja. Ach ja, diese Bücher. Oh Gott, ja, ich erinnere mich wieder. Wie viele Scheine gibt es dann? 4. Wie viele hast du? Ja, 4, super. Sehr schön. Gut gemacht. Jo, alle Scheine, super. Trotzdem, das war irgendwie so ein komisches Rätsel hier. Dieses, Was denn? Dieses kleiner, größer 4 und so Zeug. Ja, das ist nicht mal nötig. Man hätte doch einfach nur schauen können, wo sich die Maus ändert, gell? Ja, genau. Das genügt. Also das ist ein bisschen programmiertechnisch komisch gemacht. Obwohl es eigentlich grundsätzlich gut ist, wenn sich der Cursor ändert. Ja, sonst schon. Sonst schon, nur hier nicht. Was komisch ist in diesem Spiel, ist, dass es nicht nach dem Drag-and-Drop-Verfahren funktioniert, sondern einfach nur nach dem Anklicken Have it or not. Dann ist es, achso, haben oder nicht haben. Okay. Ja, sobald du irgendein Item hast, kannst du mehr machen. Also Auch nicht schlecht eigentlich. Ja. Ich finde, das Schlimmste ist, dass klicke es an, damit es im Inventar hervorgehoben ist und dann ist es das Aktuelle gerade. Ja, das finde ich schlecht. Deshalb musst du nämlich immer mehr klicken als tun sozusagen. Ja.
Jo. Wie sieht's aus, Mr. Westwood? Fehlen noch zwei Items, oder was? Ja. Oder waren die schon da und sind wieder verschwunden? Nein, die bleiben, die werden dann durchgestrichen. Also. Ja gut, was muss man jetzt machen? Wir haben auch schon alle Scheine, wir haben... Ja. Wofür sind... Komm, Mr. Südpol! So gemein. Ja, was kann man mit Scheinen machen? Frag dich. Geld kann man gegen Waren und Dienstleistungen tauschen. Jo. Genau. Ich wollte sagen, hast du denn schon die... Hast du denn schon... Das Problem ist, es scheitert jetzt wirklich an einer Ansicht. In die man partout nicht reinkommt, ne? Ja. Ja. Partout. Partout. Vielleicht sagen wir, wo die ist. An dem Bild ist nichts, keine Angst. Vielleicht sagen wir, wo die Ansicht ist, einfach. Ja. Ich will das Bild kaputt machen. Es geht nicht. Links neben dem Schrank. Fies. Ne, in der anderen Ansicht. Jetzt nach links, genau. Da. Ja. Und durch das Lineal von vorhin kann man den rausziehen, den Schlüssel, weißt? Oh Mann. Ja, das ist Have it or not. Ja, Have it or not Prinzip. Coin. So, jetzt haben wir alles. Genau. Und mit der Coin das Ding aufdrehen. Es scheitert echt an einer Ansicht, ja. Dann ist es fertig. Oh. Wunderbar. Und das Geld vor allem, das hat... Was kann man mit dem Geld machen? Nämlich Geld, gar nichts. Das Geld bringt nur ein anderes Ende. Ja. Hätte man nicht alle Geldscheine, würde jetzt kein Geld vom Himmel fallen. Mehr nicht. Das ist doch mal geil, oder? Nur ein alternatives Ende. Das Geld bringt gar nichts. Man findet Items, super, die nichts bringen. Irreführung. Ja. Irreführung. Also das wird noch ein... Doch, das gibt doch wieder Abzug für den Überblick, oder? Ja, natürlich, natürlich. Pro Geldschein an. Ja, gut, also... Das heißt, im Laufe der nächsten Woche wird das vernünftige Raid kommen. Also vernünftig. Gut, aber wir bedanken uns bei Mr. Eastwood, ja, fürs Durchspielen. Entschuldigung. Eastland immer noch. Eastland. Aber kein, genau, Problem. Und in diesem Sinne, bis Mittwoch zur Bewertung. Genau. Ja. Ja, ich habe nichts mehr dazu hinzuzufügen.